Hallo meine Lieben, ich begrüße ganz herzlich. Heute ist 2. November. Ich beginne mal den Vlog alleine heute, denn die Mama ist im Badezimmer, sie ist unter der Dusche. Und ich bin jetzt im Büro. Ja, schaut mir aus wie ein Abstellraum. Wir haben die Tage davor Lara und Luisa Zimmer hergerichtet und deswegen alles, was wir im Weg gefunden haben, haben wir da im Büro nicht hingebracht, sondern hingeworfen. Ja, wie man sieht, hier ist mein Hühler-Arbeitskollege. Ja, der war oft in Einsatz die Woche und natürlich, er muss auch irgendwo stehen. Ja, und ich habe gedacht, ich zeige euch ein bisschen, wie mein Büro aktuell aussieht. Ich werde jetzt anfangen, das Büro aufzuräumen und vielleicht bekomme ich trotzdem hin, so dass das Büro super schön aussieht. Meine Lieben, der Papa ist mittlerweile schon fertig mit dem Büro. Er hat es, denke ich mal, gut aufgeräumt. Hier war es ja voll schlimm ausgesehen. Wir haben ja einfach, wie er wahrscheinlich schon gesagt hat, einfach unsere Sachen ständig da reingelegt. Also jetzt in dieser Renovierungszeit etwas, was quasi im Weg stand und wir nicht gebraucht haben, einfach ins Büro reingeschoben. Ja, und dementsprechend hat es jetzt furchtbar ausgesehen. Jetzt ist es so einigermaßen ordentlich. Ich zeige es mal. Also ja, ordentlich. Es ist okay, sag ich mal. Das ist jetzt nicht super perfekt, wie man es sich wünscht. Aber wir haben halt auch im Büro viel Zeugs. Ein Hühler noch für einen Kunden. Zeug für Filmen, Elektrosachen, Elektroniksachen, ja, Stative, Bastelzeugs. Meine Planer und so weiter für einen Online-Shop. Und das Büro schaut ein bisschen furchtbar aus. Also der Bürotisch schaut noch nicht so ganz organisiert aus. Der muss auf jeden Fall noch aufgeräumt werden, aber das muss ich dann machen, weil der Papa, der hat es da nicht so. Der weiß nicht, was ich damit meine, wenn ich meine, es soll ordentlich ausschauen. Er denkt schon, dass das super ordentlich ist. Ja, nichtsdestotrotz sind wir mal zumindest mit dem Büro grob fertig. Wir haben noch Herbstferien, also die Kinder sind alle noch zu Hause. Morgen geht es dann wieder los, Schule, Kindergarten und dann sind die Herbstferien schon wieder vorbei. Ja. Halloween habe ich dieses Jahr gar nicht mitgevloggt. Ich habe ja, glaube ich, früher immer mitgevloggt, aber wir haben auch gar nichts gemacht. Also wir sind weder verkleidet, um die Häuser gezogen oder sonst irgendwas. Ja, das ist, letztes Jahr war ja schon Corona und dieses Jahr habe ich irgendwie gemerkt, dass gar nicht so viele Häuser verkleidet, geschmückt sind. Und da hat man auch irgendwie so die Scheu und irgendwie, ja, auch wegen Corona mag man da jetzt irgendwie gar nicht so wirklich an den Häuser klingeln. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin da immer ein bisschen so vorsichtig. Deswegen haben wir auch nicht mitgevloggt. Wir waren aber ganz kurz im Prater, also im Wiener Prater waren wir. Das ist ein Vergnügungspark in Wien, also die Österreicher kennen es natürlich und vielleicht die Deutschen auch natürlich. Unter euch ein paar werden es bestimmt kennen, den Wiener Prater mit dem Riesenrad. Da waren wir ein bisschen, aber da war auch so viel los. War aber ein bisschen schön, weil es war kalt. Wir sind ein bisschen geblieben, eine Sache, zwei Sachen gefahren, die Kinder, und dann sind wir schön nach Hause gekommen. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute schon den nächsten Tag, also Mittwoch. Und gestern habe ich nicht mehr weiter gebloggt. Wir sind dann nach Hause gekommen, haben schnell was gegessen. Danach die Kinder gebadet und ins Bett gebracht. Es ging dann wirklich so ratzfatz. Und ja, heute ist wieder Schule, erster Schultag. Und die Kinder sind alle Schule und Kindergarten. Und das habe ich, weiß nicht, ob der Papa es euch erzählt, aber ich habe es euch nicht erzählt. Und unser Geschirrspüler ist am Freitag kaputt gegangen, also kurz vorm Wochenende, vor dem Feiertag und so weiter. Und jetzt müssen wir hier unser Geschirr trocknen. Also jetzt müssen wir natürlich mit der Hand spülen und
wir haben ja nur so eine Tasse, wir haben nur so einen Waschbecken ohne Abtropfding, weil wir gedacht haben, ja, wir haben ja den Geschirrspüler und jetzt tropfen die hier auf dem Fensterbank. Ganz cool, oder? Ja, also das ist so, dass der Geschirrspüler immer nur so ein paar Minuten geht und dann reißt die Sicherung, das heißt komplett dunkel dann im ganzen Haus. Und das immer, wir haben zuerst nicht gewusst, was das ist, aber was hier der Sicherung ständig durchknallen lässt. Und dann beim Herumprobieren sind wir halt drauf gekommen, dass es der Geschirrspüler ist. Und ich habe das auf Instagram schon gepostet und einige haben mir geschrieben, also nicht nur einige, sondern sehr viele haben mir geschrieben, dass bei ihnen das auch so war. Also dass als der Geschirrspüler kaputt gegangen ist, dass dann halt immer die Sicherung gesprungen ist. Und wir haben wirklich auch, wir haben probiert, den Geschirrspüler woanders auch anzustecken mit so einem mega langen Kabel, so ein mega langes Kabel-Dings da. Und daran haben wir auch gemerkt, dass es der Geschirrspüler ist. Also auch egal, an welcher Steckdose man den ansteckt. Weil wir haben gedacht, das ist wie beim Herd. Das könnt ihr euch noch erinnern. Wir dachten, dass unser Herd kaputt ist. Unser Backofen kaputt ist. Und dabei war unser Backofen eigentlich kaputt, sondern nur die Steckdose. Aber diesmal ist es anders. Diesmal ist es wirklich der Geschirrspüler. Ja, den haben wir jetzt schon 8 Jahre lang. Also irgendwie die gesamte Küche und die gesamten... Also dieses Jahr quasi 8 Jahre, ja. Ja, ja, 2014. Oder warte, ja doch, ich glaube ja, im Dezember 2013 haben wir das gekauft und 2014 wurde das Ganze aufgebaut, im Januar oder so. Ja, egal, wie auch immer, Geschirrspüler muss ein neuer her, jetzt müssen wir uns die Maße anschauen, weil wir wollen wieder so einen Einbaugeschirrspüler und wir hatten einen Siemens, bin mir nicht so sicher, ob wir bei Siemens bleiben, weil wir haben unsere gesamte Küchengeräte hier sind Siemens. Oder ob wir mal jetzt wieder was anderes ausprobieren, keine Ahnung. 8 Jahre, ist das eine lange Lebensdauer? Weiß gar nicht. Wahrscheinlich so normal heutzutage, ne? Waschmaschinen können bis zu 10, aber manchmal auch weniger Jahre überleben. Ja, deswegen werde ich mich jetzt gleich ans Werk machen. Ich werde mal dieses Geschirr von gestern Abend wegräumen und dann hier ein bisschen aufräumen. Hier stehen schon wieder Sachen. Ich weiß nicht warum, aber ich mache hier ständig diese Ecke leer und dann kommen alle und räumen irgendwas leer. Weißt du, oh, da ist Platz, ich stelle das da hin. Und hier auch, wie ihr seht, haben wir viele Wasserflaschen. What's here? Na gut, let's go. Der Kleine wach geworden und jetzt werde ich mich ein bisschen um ihn kümmern und danach muss ich mich hier schon fertig machen. Guck mal, ich muss dann zur Physiotherapie. Ich habe ja jetzt auch immer so Physiotherapie, weil ich habe einen Bandscheibenriss. Ja, Baby, gleich. Ja, darüber kann ich... Es gibt nichts zu erzählen. Es ist nicht so schlimm wie ein Bandscheibenvorfall. Es kommt wahrscheinlich durch die Schwangerschaften. Ja. Aber jetzt muss ich mich mal um den Kleinen kümmern. Hey meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war jetzt zwischenzeitlich Physiotherapie. Es ging sich jetzt leider nicht aus zu bloggen oder so, weil es war ein bisschen stressig. Ich habe mich um den Kleinen gekümmert, ich habe mich gestillt, gewickelt, dies, das. Und danach war es eigentlich hier schon Zeit zu fahren. Ich habe ja jetzt Physiotherapie und da mache ich so keine direkten Übungen oder so, sondern es hat auch Heilgymnastik, aber bei mir ist eher so, dass ich so eine Ultraschallmassage bekomme und solche Sachen halt. So Moor-Pakete, also so, das ist so ein heißer Moor, also in so einer Packung natürlich, der auf meine betroffene Stelle raufgelegt wird. Und ja, ich habe halt so einen Bandscheibenriss. Das ist
einfach ja, so gekommen. Ich hatte ja keinen direkten Unfall oder irgendeine Verletzung, sondern es ist einfach so gekommen. Es kann jedem passieren, auch altersbedingt kann das jeden treffen. Und ja, jetzt habe ich das halt und gehe jetzt halt auch zur Physio. Ob es jetzt was hilft, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall muss ich diesen Riss quasi behandeln. In dem Sinne, dass ich ein bisschen meine Rückenmuskulatur stärke und so weiter. Und meine Schmerzen stille natürlich, weil ein Riss zu einem Vorfall werden könnte. Ja, aber ein Riss ist heilbar. Ein Vorfall, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dann hat man den für immer. Und sogar operieren ist nicht immer eine Lösung. Ne? Ja, nur so kurz. Hey, Sophie, bist du eine Zicke? jetzt bin ich schon wieder zu Hause und koche jetzt zum Mittag. Also ich mache jetzt Kartoffelpüree für die Kinder mit Frankfurter. Schöne Frankfurter rausgeholt, ja. Und für mich mache ich eine Bowl. Ich habe das schon mega lange nicht mehr gegessen und ich bin die Einzige, die das in diesem Haushalt gerne isst. Deswegen werde ich das nur für mich kochen. Der Papa hat jetzt schon vorhin Mittag gegessen, eine Suppe, weil der hat jetzt gleich einen Termin und der hat jetzt gegessen, holt jetzt die Kinder, bringt mir die Kinder nach Hause und dann fährt er los und der Kleine schläft. Ja, Michel kommt dann auch irgendwann einmal später und jetzt der Mom live. Ja, und wie gesagt, ich muss jetzt kurz aufpassen, dass hier mein Reis nicht ankleben bleibt. Ich mache hier Reis für meine Bowl, hier ist Kartoffelpüree, hier sind die Würstchen, die ich da noch schneiden muss und hier drinnen sind, okay, Süßkartoffeln. Ja, und für meine Bowl muss ich noch einige Sachen schnibbeln, deswegen mache ich das gleich. Und so schaut jetzt mein fertiges Essen aus. Bitte schaut das nicht mega lecker aus. Also ich habe hier Gurke, Reis, Beluga-Linsen, dann Süßkartoffeln und Kartoffeln, Tomaten mit Zwiebeln. Und da werde ich jetzt noch so ein bisschen Joghurt mit Knoblauch drüber geben und dann werde ich es essen. Und die Luisa und die Lara essen ihre Würstchen mit Püree, mit Ketchup. Schmeckt's, Luisa? So, der Kleine schläft noch. Ich werde jetzt mein leckeres Essen mir gönnen. Ich habe leider keinen Joghurt gefunden, deswegen nehme ich jetzt Sauerrahm. Das ist Sauerrahm. Und da war ich schon weggefahren. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal zu dritt Mittag essen. Und die großen Kinder essen dann später zusammen immer. Hallo, meine Lieben. Hallo. Oh, ein Brummbär. Oh. Hallo. Was? An Halloween angepasst. Halloween ist schon vorbei. Was wollte ich jetzt sagen? Dass wir jetzt beim Mediamarkt sind und wir suchen gerade einen Geschirrspüler, denn unsere ist schon längst kaputt. Habe ich schon gesagt gestern. Ja. Wir sind, heute ist Donnerstag, gell? Donnerstag, ja. Schon voll im Wochentag. Weil durch das, dass es bei uns ja Montag und Dienstag schulfrei war, habe ich das Gefühl, als wenn der Mittwoch Montag war. Deswegen voll ein Bananen im Kopf. Ich denke auch, dass es Montag, Dienstag irgendwie. Ja, aber das weißt du schon Donnerstag. Morgen noch und dann ist wieder Wochenende. Yeah. Hoch die Hände. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt beim Mediamarkt und schauen jetzt, uns ein bisschen um wegen einem Geschirrspüler. Wir haben schon ein bisschen online geguckt, bei Geizhals und so. Und die Preise sind eigentlich fast ähnlich und wir wollen kurz gucken. Live anschauen, anfassen. Leihwand? Live anschauen, anfassen. Oder Wiener. Knöpfe drücken. Und ich habe gesehen, dass die meisten gar nicht mal mit so einer Bestecklade sind, sondern mit dem Körbchen. Ich hasse Körbchen. Ja. Aber mit Lade ist schon besser, da passt ja viel mehr rein. Ja, wir sind ja eine große Familie. Ja. Wenn wir Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, das sind schon 21 Löffel. Ja. Mal schauen, was wir finden. Ich hoffe, was Gutes und nachher nehmen wir euch ein bisschen mit. Wollt ihr mitschauen? Ja?
Die man probiert gerade ist den Dyson. Das schaut aber nicht wie Geschirrspiel aus. Die Mama geht ja aus. Oh, meine Haare. Ich schau mal kurz, ob da online irgendwelche Bewertungen sind bei dir. Ja, und beim Geiz halt, der ist es günstiger. Also wir haben uns entweder zwischen dem oder dem entscheiden müssen. Ja, weil der schaut genauso aus wie unserer und wir haben ja so eine Abdeckung. Wer weiß, ob du das überhaupt dann noch montiert kriegst. Genau, aber wir haben auch so einen. So eine Lamelle. Ja. Ja, Schatzi, warte kurz, wir brauchen eigentlich Süß. Super. Das schaut auch genauso aus wie unserer. Ja. Ich kann mir auch. Ja. Und er macht Bestecklade. Der Bestecklade ist schon cooler, oder? Ja, und der andere? Genau, der? Na, den Bosch. Das hat sogar noch mehr unserem ähnlich. Sind es nicht? Oh. Ist gleich oder nicht? Man hat ja Siemens oder Bosch, irgendwer hat das den. Gehört auch zusammen, ne? Warum so? So, ich schau mal bei Geizhals, oder? Ja. Wieso ziehst du an meine Maske? Ja. Oh Gott! Baby? Ja, du hast Bauchweh und Hunger, habe ich schon verstanden. Wie Hunger? Sie hat gerade Schnitzel gegessen. Okay, lass die Maske. Ich habe nur 4 Schnitzel gegessen. Aber 4 Schnitzel ist nicht genug. Na dann, ich frage ihn, ob das ja auch. Günstiger kriegen. Wenn normalerweise geht, oder? Hallo meine Lieben, heute ist Freitag. Wir haben uns gestern Abend nicht mehr gemeldet. Geschirrspüler haben wir auch nicht gekauft. Denn wir waren beim 2 Mediamarkt. Das haben wir gar nicht gesagt, hä? Geschäfte, okay. Nun doch, wir haben sie dort gefilmt. Einmal haben wir gefilmt. Bei einer haben wir gefilmt, bei den zweiten haben wir nicht mehr gefilmt. Aber das haben wir da noch nicht gewusst. Also wir haben nämlich danach, wo wir auch gehört zum Vlog, mit dem Mitarbeiter geredet und der hat es gesagt, dass momentan Geschirrspülermangel herrscht. Der hatte gar keinen Lager. Also diese Schränke, wo die Geschirrspüler eingebaut sind, sind meistens leer. Also zu 70% sind leer, ja, leere Kästen. Also ganz krass. Und die nächste Lieferung, also wenn wir einen von dort kaufen wollen, Lieferung ist im Sommer wahrscheinlich sowas. Ja, Ende Dezember bei manchen. Aber bei manchen auch mit, also Mitte nächstes Jahr. Krass, oder? Zurück zu Ursprung, mit der Hand. Ich habe jetzt hier gerade wieder gespült. Ich habe es auch auf Instagram gepostet und voll viele haben dasselbe Problem aktuell. Ja. Also wirklich, das ist ein gängiges Problem. Jeder Mediamarkt hat das, aber wir sind fündig geworden, weil wir haben bei Geizhals geschaut. Also Geizhals ist die beste Lösung. Ich finde den Namen richtig cool. Geizhals. Und da haben wir so einen Elektroladen gefunden. Sparfuchs passiert, ja. Sieht aber ein bisschen rothaarig. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall am Sprung, weil ich muss Physiotherapie fahren, deswegen muss ich mich verabschieden, meine Lieben. Wir bleiben noch ein bisschen bei mir. Ja. Viel werden wir nicht mehr machen. Ja, Geschirr hat die Mauer schon gewaschen. Ein bisschen ist noch da, aber dann hoffe ich, dass wir mit dem Geschirrspüler waschen. Wir haben sie mich hier eingeräumt in den Geschirrspüler. So, ich glaube, meine Frisur finde ich kacke. Schaut irgendwie so dumm aus, oder? Na, passt. Sind dort Männer? Sind dort Männer bei Physiotherapie? Dann passt schon eine Frisur. Frisur ist okay. Warte, ich mache mich nochmal. Ja. Na gut. Ja, der Kleine schläft noch. Du weißt eh. Ich bin allein zu Hause mit dem kleinen Mann. Heute ist Männertag. Wir werden nichts machen außer Popcorn und Fernschauen. Die Mama ist schon zur Physiotherapie gegangen und ich werde jetzt mal den Kleinen aufwachen, weil es ist schon 9 Uhr, genau jetzt 9 Uhr geworden. Und ich will nicht, dass er zu lange schläft, damit wir noch gemeinsam frühstücken können. Danach muss ich noch das Video schneiden, das wir gerade jetzt drehen. Der kommt noch heute online. Schaut mal, wer da wach ist. Der kleine Mann. Mein Schatz. Na gut, meine Lieben, wir werden jetzt mal uns umziehen, frisch machen und richtig in den Tag starten. Ich möchte mich von euch jetzt vom Vlog verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.